Hier ist wieder Stefanie und heute habe ich mal wieder ein Paket vor mir, denn ich habe bei dem Abo-Special von der lieben Tabis Tierkanal gewonnen und sie hat mir ein Überraschungspaket für Luna zugeschickt und ich würde sagen, wir schauen mal gemeinsam rein. Luna macht gerade, sie kommt jetzt, sie hat gerade Mittagsschlaf gemacht und ich habe das Paket schon aufgeschnitten und wir schauen mal gemeinsam rein. So, in dem Paket ist ein Brief enthalten. Oh, der ist schön verziert. Schaut euch den mal an. So. So sieht es aus. Und auf dem Brief steht: Hallo Steffi, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Katzenverlosungspakets. Mich freut es total, dass du mitgemacht hast und ich hoffe, Luna hat ihre Freude mit den Sachen. Ich schaue deine Videos sehr gerne. Du hast wirklich liebe Fellnasen bei dir zu Hause. Liebe Grüße an euch, Tabi. Und hier unten, das Papier sieht toll aus, die Katze. Das ist ja cool. Vielen, vielen Dank für den Brief. Der ist total niedlich. Den werde ich mir auf alle Fälle aufheben. Und die richtige sitzt jetzt schon hier. Luna sitzt gerade hier an meiner Seite. Und so, jetzt öffnen wir mal das erste. Kira, diesmal ist nichts für dich dabei. So, das ist hier so etwas Langes. Ich weiß gar nicht, Kira, warte mal bitte. Ich weiß gar nicht mehr, sie hatte vorgestellt, was sie verlost, aber ich weiß gar nicht mehr, was in dem Paket drin war und ich habe mir das Video jetzt auch nicht nochmal angeschaut, um mich nochmal überraschen zu lassen. Und Kira, die möchte ich ja schon auspacken. Na, komm mal hier. Warte. Da haben zwei, da haben beide was davon. Kira kann auspacken und Luna hat die Überraschung. Netzi? Und, warte, aus. Und hier ist eine Katzenangel drin. Kira, aus, das ist nichts für dich. Nein. Von Anyone, eine Angel für Katzen. So sieht das aus. Hier ist so ein kleiner niedlicher Fisch drin. Luna, guck mal hier. Oh, hier, guck mal. Können wir gleich mal hier öffnen. Luna ist schon ganz verrückt hier danach. Na, guck mal hier, Luna. Psst. Nee, guck. Nee, nicht du, Kira. Das ist nicht deine. Guck. Kira, nein. Dankeschön für die schöne Katzenangel. Also, Luna wird da auf alle Fälle ihre Freude damit haben. Die sitzt hier auch schon neben mir. Na, guck mal ins Bild. Und die hat hier so eine... Die springt so schön. Mal sehen, ob ich das jetzt hier rausbekomme. Ja, so. Und hier ist es nochmal. So. So. So ist es jetzt ab. Also Luna zeigt auf alle Fälle Interesse dafür. Und ich denke schon, dass sie damit spielen wird. Ne, fein, Luna, guck. So, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Dann weiterhin in dem Paket Zeitungspapier. So, warte mal, Kira. So, dann haben wir hier noch so ein kleines Päckchen. Kira kann es gar nicht abwarten, heute auszupacken. Nettie? Warte. Hier, zieh. Und
hier sind von Dokas die Snackwürfel mit Entenleber enthalten. So sehen die aus. Also die hatte ich bis jetzt noch nie. Und die sehen bald aus wie die von Cosma. Ich denke mal, Luna wird die lieben. Hey, pst. Jetzt gibt es gerade Streit hier ums Paket. So, ich würde sagen, die öffnen wir gleich mal. Und da kann Luna gleich mal testen. Ne, fein, guck. Ne, riecht das fein? Guck mal hier. Also Luna, schmecken die? So, vielleicht kann ich sie euch mal zeigen. So sehen die aus. So, und Luna ist sehr begeistert davon. Luna hier. Guck mal hier. Luna. Guck mal hier. Hier oben. Nee, Kira, das ist nicht für dich. Luna hier. Psst. Guck mal hier. Ne, guck. Ne, fein. Also Luna, schmecken die Snacks auf alle Fälle. Vielen Dank dafür. Ich finde die echt super. Und wenn Luna die so liebt, dann werde ich die mir bestimmt auch mal bestellen. So, dann haben wir hier noch so ein kleines, das sieht bald aus wie so eine Tube. Und das Geschenkpapier ist ja auch wirklich schön. Schön bunt. Ich liebe ja bunt. Ja, fein. Und das ist von, nee, Kira aus, von Gimcat, die Malt Soft Paste Extra. Die ist sehr, sehr gut gegen Haarballen. Und die gebe ich Luna sehr gern, gerade weil Luna ist immer so verrückt und frisst alles Mögliche an Plaste an. Da muss ich immer sehr aufpassen. Und wenn ich mal wieder mitbekommen habe, dass Luna irgendwie was von Plaste angenagt hat oder so, dann bekommt die auch sofort die Paste von mir. Und die ist wirklich sehr gut, denn die reinigt auch mit den Magen. Und vielen Dank dafür. Und dann haben wir hier noch ein großes Paket. Netti. Warte mal. Und das ist, nein, Kira, der Rascheltunnel für Katzen von Anyone. Und der macht Geräusche. Den können wir gleich mal aufmachen. So. Ah, der hat ja ein super Design, muss ich ja gleich mal ehrlich sagen, denn der passt bei mir super in die Wohnung. Ich habe meine Wohnung so afrikanisch gestaltet. Und das Design von dem Katzenrascheltunnel, der ist echt super. So sieht er aus. Der ist so riesig, der geht gar nicht richtig aufs Bild. Muss ich mal ein Stückchen zur Seite schieben. So. Kira, geh mal rüber. So. Wartet mal, wir haben es fokussiert. Genau, so in etwa dürfte es gehen. So, also so sieht der Rascheltunnel aus. Wie gesagt, der passt wirklich super bei mir in die Wohnung und Luna findet ihn schon interessant, die verschwindet schon im Tunnel. Also ich kann sie euch mal zeigen. Da ist Luna, jetzt geht sie schon durch. Also Luna scheint mir sehr zu gefallen und ich, wie gesagt, ich finde den Rascheltunnel wirklich super, also dass er so super in meine Wohnung passt und Luna wird ihren Spaß damit haben. Und ich möchte mich auf alle Fälle nochmal ganz, ganz doll bei Tabis Tierkanal bedanken für die schönen Geschenke. Also ich werde sie euch hier alle nochmal hinstellen. So, Kira, warte mal. So, hier die Katzenangel noch. Geh mal rum, Luna. So. So, hier habt ihr alles nochmal. Ich stelle euch mal noch ein Stückchen zurück. So, hier habt ihr alles nochmal, der Rascheltunnel,
die Snackwürfel, die Maltpaste und die Katzenangel. Vielen, vielen Dank an Tappis Tierkanal. Luna wird sich sehr darüber freuen. Und ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss!